Herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley mit Teil 2 von unserer Olaf-Quest. Ah, Gameplayerin, gute Neuigkeiten. Wir sind fast fertig, das Stück aufzuführen. Aber zuerst brauche ich deine Hilfe. Sicher, ich würde gerne helfen. Das ist ja wunderbar, denn Donald und ich haben das Drehbuch fertiggestellt. Super, kann ich es lesen? Oh nein, noch nicht. Warum? Naja, wir haben alles in unseren Köpfen. Aber wir haben noch nichts aufgeschrieben. Keine Sorge, dieser Teil ist nicht allzu schwer. Ich wollte unseren kreativen Fluss nicht unterbrechen und nach Tinte suchen. Und ich habe auch nichts, worauf ich es schreiben kann. Das ist kein Problem. Ich hole etwas Weichholz, damit wir etwas Papier herstellen können. Ich werde etwas lila Sumpfmilchkraut und ein leeres Fläschchen auftreiben, um für dich Tinte herzustellen. Fabelhaft! Sobald du das alles hast, bring es zu Donald. Er wird die Geschichte aufschreiben. Du wirst es nicht selbst schreiben? Dieses Mal nicht. Ich muss mich auf die gesamte Produktion konzentrieren. Oh, und noch eine letzte Sache. Könntest du Donald fragen, ob er in dem Stück die Hauptrolle spielt? Das wäre super. Okay. Also, hochwertiges Papier. Hochwertiges Papier. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel wir brauchen. Ich kann nur 3 herstellen. Kann ich nur 3 herstellen? Oder darf ich nur 3 herstellen? Wegen der Quest. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, ich muss nur 3 herstellen. Wahrscheinlich deswegen. Lila Tinte. Also sie hat ja gesagt, sie braucht noch ein Fläschchen. Ach nee, ich wollte eigentlich nicht alles machen. Dementsprechend wollte ich das jetzt ein bisschen aufteilen. So. So. Lila Tinte. Zack. Aber ich glaube, das hätte der auch so angenommen, ne? Bringe Donald Duck das hochwertige Papier und die lila Tinte. Wo ist der Rabauke denn jetzt schon wieder? Hallo, Donald. Oh oh. Die Seehexe schläft auch schon. Ah. Sag mir bitte, dass du noch mit mir die Quest zu Ende machen wirst. Genau. Perfekt. Hey Donald, Olaf wollte, dass ich dir die hier gebe, damit du die Drehbücher schreiben kannst. Was? Was soll das? Er will, dass ich auch noch die ganze Geschichte aufschreibe? Oh, und er wollte, dass ich dich noch etwas frage. Kannst du dich selbst spielen? Jetzt reicht's. Olaf macht mir zu viel Arbeit. Ich musste ihnen die Geschichte immer und immer wieder erzählen, während ich Popcorn gegessen habe. Du auch, was? Jetzt will er, dass ich alles für ihn aufschreibe. Und die schwierigste Rolle in dem ganzen Stück spiele. Du glaubst, es wäre schwer, dich selbst zu spielen? Ich denke, du hast da recht. Du bist sehr komplex und vielschichtig. Ganz genau. Ich würde Wochen brauchen, um mich in die Rolle zu versetzen. Ich habe genug. Sag Olaf, er kann das Drehbuch selbst schreiben. Er sollte besser jemanden finden, der Donald Duck spielen kann. Denn Donald Duck wird es nicht tun. So ist gut. Ja, gut ist es so nicht. Ja, Olaf. Hallo? Donald will in dem Stück nicht selbst mitspielen? Das ist in Ordnung. Unter uns gesagt, ich war mir nicht sicher, ob er die schauspielerischen Fähigkeiten hat, um überzeugend zu sein. Oh, aber jetzt müssen wir jemand anderen finden, der ihn spielt. Jemanden, der seine Beherztheit einfängt. Nun, niemand ist so mutig wie meine Freundin Anna. Wir müssen zumindest ein paar Leute vorsprechen lassen. Wir sollten versuchen, jemanden zu finden, der Donalds seinen Mut einfängt. Mutig? Ja. Wir sollten Buzz Lightyear und zum Vorsprechen einladen. Für jemanden, der weniger als 1 Meter groß ist, hat er eine Menge Mut. Wir sollten zumindest ein paar Leute vorsprechen lassen. Wir sollten versuchen, jemanden zu finden, der Donalds sein gutes Aussehen einfängt. Oh Gott, dieses... Oh ja, ich weiß. Wenn wir jemanden wollen, der wie Donald aussieht, sollten wir seinen Onkel fragen. Dagobert Duck? Super, dann werde ich Mr. McDuck, Buzz Lightyear und Anna vorsprechen lassen, um Donald zu spielen. Ich nehme mir das hochwertige Papier sowie die lila Tinte und
fange an, die Drehbücher zu schreiben. Oh, ich kann nicht mehr reden. Okay. Anna. Da bist du. Und Bass. Ist Bass auch hier zufälligerweise? Zack. Weil ich nämlich ehrlich gesagt nicht weiß, wann er ins Bett gehen wird. Ich frage mich, ob hier jemand einen Schnickschnack oder... Du da! Ich benötige Hilfe! Du willst, dass ich für ein Theaterstück vorspreche? Welche Rolle ist es? Donald Duck, wir dachten, du könntest den Mut und das Heldentum aufbringen, die für die Rolle nötig ist. Nun, danke, ich fühle mich geschmeichelt. Vielleicht sollte ich sofort bei dir vorsprechen. Okay, aber eigentlich ist es Olaf, bei dem du... ich habe mich nur in die Rolle versetzt. Hallo. Ich bin Donald Duck. Könntest du etwas mehr... Emotionen zeigen? Ja, natürlich. Ich fange noch einmal von vorne an. Hallo. Ich bin Donald Duck. Danke, tschüss. Wir lassen dich wissen, ob du die Rolle bekommst. Verstanden. Ich danke für deine Anleitung. Du bist ein echter Profi. Anna. Lauf nicht weg, mein hübsches Kind. Die Gameplayerin ist gleich bei dir, geschwind. Schönen Gruß übrigens an die Anna, die ich kenne. Da ist sie. Also nicht die, die ich kenne, sondern die andere Anna. Hallo. Olaf inszeniert ein Theaterstück? Das ist so aufregend. Hättest du Interesse, für die Rolle von Donald Duck vorzusprechen? Ja, natürlich hätte ich das. Das ist eine sehr komplexe Rolle. Außerdem würde ich Olaf gerne helfen. Super, achte nur darauf, dass du viel probst, damit du Donald perfekt einfängst. Oh, das werde ich auf jeden Fall. Hey, was geht ab? Oder hey, was geht ab? Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Ja, Anna, danke. Ich auch an dich. Wir sollten vielleicht mal das Handy wegtun. So, ich weiß schon, wo Dagobert sich aufhält. Hallo, hier bin ich. Da bist du. Dankeschön. Hallo. Du willst, dass ich für ein Stück vorspreche? Wie hoch ist die Bezahlung? Die Liebe einer bewundernden Menge. Ach, das hört sich nicht so an, als ob ich hier einen großen Profit abgibt, oder? Wie viel Zeit muss ich investieren? Naja, du musst den ganzen Text lernen, zu den Proben gehen und die Aufführung machen. Jetzt ist Maui. Das wird eine Menge Arbeit. Verflixt und zugenäht. Das hört sich so an, als ob du willst, dass ich einige Stunden meiner sehr wertvollen Zeit ohne Gegenleistung investiere. Ich muss darüber nachdenken, welchen Part spiele ich. Donald Duck? Du willst, dass ich meinen Neffen Donald spiele? Absolut nicht. Selbst wenn ich die Rendite meiner Zeit wert wäre, kann ich nicht erahnen, was in diesen Jungen vor sich geht. Viel Glück bei der Suche nach jemandem, der das kann. Freundlichen Dank. Ja, freundlichsten Dank. Hallo? Nein, ach Mini, was willst du denn jetzt hier? Dankeschön. Ja, bitte. Ich will trotzdem mit Olaf sprechen. So. Oh, Gameplayerin, hast du von Herrn Duck, Buzz Lightyear und Anna über das Versprechen für das Stück gesprochen? Ja, Herr Duck sagte, die Bezahlung sei es nicht wert. Bei Buzz weiß ich nicht, ob er das Zeug für diese Rolle hat. Was ist mit Anna? Sie sagte, sie würde gerne vorsprechen. Ich denke, sie wäre großartig. Oh, ich bin mir sicher, dass Anna die perfekte Besetzung für die Rolle ist. Lass sie uns anhören. Okay. Hör Annas Vorsprechen zu? Ja, dann komm mit, Olaf, komm. Die müsste eigentlich noch hier drin sein. Oder auch nicht. Wo ist Anna? Hä, doch, die soll hier drin sein. Ach, jetzt steht's auf einmal draußen. Hallo, Olaf. Ich bin hier, um für dein Stück vorzusprechen. Wunderbar. Hier ist das Drehbuch. Ich werde Christoph sein. Ich gehe mal ein Stück hier. So. Oh, das ist sehr dramatisch. Ich weiß. In Ordnung. Alle auf die Plätze und los. Nein, Donald.
Spring nicht durch das geheimnisvolle Portal. Es ist zu gefährlich. Ach, pa. Ich habe keine Angst vor einem Portal. Ich hole mir die Kugel des Mutes selbst zurück. Geh mir aus dem Weg. Okay, okay, ich habe genug gehört. Glückwunsch, Anna. Du bist unser neuer Donald Duck. Oh, vielen Dank. Das wird so viel Spaß machen. Hast du gesehen, wie gut Anna und ich unsere Rollen eingefangen haben? Aber sie hat kaum etwas gesagt. Achso, keine Sorge, ich konnte die Magie spüren und das Publikum wird es auch. Du hast diese Produktion gerettet, Gameplayerin. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Zeit zum Üben. Ja, und ich habe wieder eine riesige Folge, ich merke das schon. Ich denke mal, dass ich die dann auch in zwei Teile cutten werde. Ich bin froh, dass du hier bist. Es ist fast Zeit, unser Stück aufzuführen und es gibt noch so viel Zeit, so viel zu tun. Meine Nase juckt, mein Augenlid hört nicht auf zu jucken. Gameplayerin, ich leide unter Lampenfieber. Wie kann ich helfen? Nun, wir haben die Bühne, unser Drehbuch und unsere Besetzung. Aber wir haben keine Requisiten oder ein Set. Wir brauchen eine Kulisse, damit die Bühne wie der Wald der Tapferkeit aussieht. Sag mal, Gameplayerin, würdest du sagen, du bist künstlerisch veranlagt? Auf jeden Fall. Steht sogar hier. Ich kann ein paar tolle Bühnenausschnitte machen. Nun, wenn deine Talente zu deiner grenzenlosen Begeisterung übereinstimmen, werden wir großartig sein. Ich werde etwas trockenes Holz suchen, um die Bühnenausschnitte zu machen. Zerkleinere vielleicht einige grüne Passionslilien, weiße Springkraut und einige orangefarbene Sumpfmilchkraut, um sie damit zu bemalen. Oh, das klingt perfekt. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich werde es mir immer wieder vor Augen führen, wenn ich die Requisiten suche, wenn du das alles machst. Ja, natürlich. Stelle den Gegenstand Bühnenbilder her, aber anscheinend habe ich alle Sachen. Sonst würde der das ja nicht sagen. Ach, das sind nur zwei Stück. Oh, okay. Das ist ja... Und das weiße Kraut, das habe ich jetzt so oft eingesammelt. Also das... Das muss einfach da sein. So. Oh, die sind perfekt. Okay, wir haben die Zähne. Doch es gibt noch eine letzte Sache, die wir tun müssen, um die Illusion wirklich zu verkaufen. Die Kostüme. Wir brauchen eine Maske von Donald Duck. Anna hat sich um die Garderobe gekümmert. Könntest du mit ihr reden? Ich habe ihr einige sehr konkrete Anweisungen gegeben und es klingt so, als ob sie etwas Hilfe brauchen könnte. Okay. Annalein, was ist denn los? Hey, hier drüben. Oh, da bist du ja. Dem Himmel sei Dank. Ich war so sehr mit den restlichen Kostümen beschäftigt, dass ich noch keine Zeit hatte, die Maske von Donald Duck zu fertigen. Olaf hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie sie aussehen soll. Das klingt etwas seltsam, aber ich stelle seine künstlerische Vision nicht in Frage. Wir brauchen etwas Faser, Weichholz und Stoff. Oh, und einige von Donalds Federn. Er hat bestimmt welche liegen gelassen. Hoffentlich. Ich finde immer Federn, wenn ich spazieren gehe. Ich glaube, jeder verliert Haare oder in diesem Fall Federn. Du solltest mal meine Haarbürste sehen. Hey, vielleicht hat er ja ein paar Federn in seinem Haus. Okay, ich komme zu dir, sobald ich alles habe. Danke. Ja, das ist kein Problem. Spreche ich nicht aus. Weil, das sage ich euch gleich. Da ist schon wieder so ein Sternbild. Ha! Konnte man es noch sehen auf der Aufnahme? Nee. Beziehungsweise auf dem Screenshot. Aber ihr habt es gesehen, oder? Da war so ein komisches, so ein komisches Blatt drin. Okay, ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht zu sehr aufgehalten habe. Nee, ich kann noch rein. Okay, perfekt. So, wir müssen Federn sammeln. 4 Stück reichen. Zack. Nein! Wieso habe ich jetzt kein Weichholz mehr? Wollt ihr mich veräppeln? Ganz ehrlich, wollt ihr mich veräppeln? Ich habe en masse Weichholz gesammelt. Wieso soll ich davon jetzt zu wenig haben? So viel haben wir jetzt nun wirklich nicht verbraucht. So, Fasern. Gut, Faser könnte jetzt noch ein Problem geben eventuell. Und Stoff brauchen wir.
Muss man mal gucken. Nee, ich wollte aber nicht reingehen. So, okay, Stoff brauchen wir Baumwolle für, das ist gut. Habe ich nämlich noch da. Fasern brauchen wir wie viel? Jetzt noch 11. 11 Fasern. Da kann ich nur 15 machen, okay. Ist aber nicht schlimm. Nee, bring Anna, was du gesammelt hast, genau. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Ist die wieder am Essen? Die ist wieder am Essen. Natürlich ist sie wieder am Essen. So. Annalein. Bitteschön, alles für dein Bühnenbild. Für die Maske, so. Hallo. Oh, es sieht so aus, als hättest du alles, was wir für die Donald-Maske brauchen. Ich werde alles zusammenfügen. Oh je, was ist los? Die Maske. Ich habe sie genau nach Olafs Vorgaben gebaut, aber sie passt mir nicht besonders gut. Ich kann aus den Augenlöchern nicht sehen und die Federn pieksen mich ständig. Es tut mir leid, Gameplayerin. Ich glaube nicht, dass ich das anziehen kann. Olaf wird jemand anderen finden müssen, der Donald Duck spielt, wenn er möchte, dass dieses Kostüm getragen wird. Könntest du ihm die schlechte Nachricht überbringen? Mach dir keine Sorgen, Anna. Ich werde ihm Bescheid sagen. Es tut mir wirklich leid. Aber ich bin sicher, dass es hier noch jemanden gibt, dem diese Maske perfekt passen würde. Hier ist sie. Ach du Scheiße. Danke. So, Olaf, wir haben zu reden. Gameplayerin, warum bringst du mir die Maske von Donald? Anna ist diejenige, die sie tragen soll. Sie passt Anna nicht. Sie kann nicht durchsehen. Wir müssen jemand anderen finden, der die Rolle spielt. Oh nein, die Show ist ruiniert. Die Dorfbewohner kaufen bereits ihre Eintrittskarten und beginnen sich zu versammeln. Tief einatmen und ausatmen. Okay, wer sonst könnte Donald Duck spielen? Wir brauchen jemanden, der mutig und beherzt ist und sich ohne Rücksicht auf sich selbst in die Gefahr stürzt. Und Gameplayerin, könntest du diese Maske von Donald Duck anprobieren? Auf keinen Fall. Ich kann das nicht. Wenn du mich brauchst, mache ich das. Hurra! Es gibt ein großes Problem. Ich kenne den Text nicht. Oh, das ist schon okay. Du kannst ihn dir einfach ausdenken. Das Wichtigste ist, die Figur zu verkörpern. Ja, setz die Maske von Donald Duck auf und lass uns proben. Das kann ich dann sowieso nicht hier drin machen. Also gehen wir mal kurz nach draußen. Wow, sieh nur all die Sterne. Naja, die Sterne, das ist mir auch schon aufgefallen. Donald Duck, bist du es? War nur ein Scherz, Gameplayerin. Ich weiß, dass du da drunter steckst, aber du siehst wunderbar aus. Aus ein paar Meter Entfernung könnte man dich wirklich mit dem echten Donald verwechseln. Das bezweifle ich. Okay, lass uns proben. Ha, ich bin es, der mutige Holzfäller und Eisverkäufer Christoph. Ich bin der tapfere Held Donald Duck. Psst, tolle Arbeit bis jetzt, Gameplayerin. Gemeinsam sind mein gefiederter Freund und ich auf der Suche, um das Vergessen zu stoppen und das Tal wiederherzustellen. Wer ist das da drüben? Es ist eine Art dunkles Wesen, das die Kugel des Mutes stiehlt. Psst, es ist Zeit für deinen großen Auftritt, Gameplayerin. Bis zur Unendlichkeit. Ach du Schreck. Perfekt. Es ist, als würde sich der Geist von Donald Duck persönlich leiten. Schnell, das dunkle Wesen entkommt durch dieses mysteriöse Portal. Psst, okay, Gameplayerin, es ist Zeit für deinen großen Stunt. Spring in die Luft, als würdest du durch ein Portal in eine dunkle, geheimnisvolle Welt springen. Mach dir keine Sorgen, den Part habe ich unter Dach und Fach. Ich werde dich aufhalten, du gemeiner Schurke. Perfekt, dieser Stunt war sehr überzeugend. Was deine Leistung insgesamt betrifft, das war unglaublich. Du wurdest für diese Rolle geboren. Jetzt müssen wir nur noch die Bühne in den eisigen Höhlen aufbauen, damit wir das Stück aufführen können.
Aber ihr wisst schon, dass mein Gesicht und meine Haare viel größer sind als von Anna. Und ich einfach nur dämlich aussehe, nebenbei bemerkt. Platziere den Gegenstand irgendwo in den eisigen Höhlen oder davor? Die meinen wahrscheinlich davor, nehme ich mal an. Hoffe ich. Da war doch irgendwas, worauf man achten sollte. Ich würde sagen... wir machen das mal kurz weg hier. Dann haben wir ein bisschen größeren Platz. Och ja, bleibt wieder an jedem kleinen Krümmel hier hängen. So, oder wir können es direkt dahin machen. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Wenn es nicht zu groß ist. So. Ich wollte gerade sagen, ich muss... hallo? Hä? Leute? Ja, toll. Und der Rest? Es wäre schön gewesen... Moment, mit Haus? Was ist dann die Sache mit der Bühne? Ah, Moment, so kann ich das drehen. Das ist zwar ziemlich bescheuert irgendwie. Ich kann nicht nach oben, ne? Oder... Ich kann nur so schräg machen. So. So. Und ein bisschen so. Nee, noch ein bisschen. So. So. Zack. Das ist doch wunderschön. Wunderschön. Ja, hi. Tschüss. Oh, Gameplayerin, wir haben Freude ins Tal zurückgebracht. So viele Dorfbewohner sind gekommen, um unser Stück zu sehen. Anna, Bass, Donald, Cementa. Cementa? Wer ist Cementa? Das hat so viel Spaß gemacht, Olaf. Achso, ich hätte fragen sollen. Ah, Hilfe. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht nur eine Geschichte zusammen erzählt haben. Wir haben eine erlebt. Das haben wir. Du kannst die Bühne und alle Bühnenausschnitte haben. Jetzt kannst du das Dorf damit nach Belieben dekorieren. Oh, und ich habe etwas Besonderes für dich. Eine Wolke? Bevor Elsa mir diesen Dauerfrost gemacht hat, hat sie mir einen Schneeschauer gegeben, damit ich nicht schmelze. Ich habe sie gebeten, dir auch so einen zu machen. Es ist eine kleine Erinnerung an mich, die du immer bei dir haben kannst. Ich hoffe, dass wir noch viele Geschichten zusammen erzählen können, Gameplayerin. Ja, danke, danke. Schlimmer als das Ding, was ich gerade auf dem Kopf habe, kann es nicht sein. Deswegen, nee, Moment. Nehmen wir mal den Hut. So, dann sehen wir wieder aus wie wir selbst. Ja, wer war bitte Cementa? Ich sehe hier keine Cementa. Oder ist das Mutter Gotel? Das kann natürlich auch sein. Ja, die war ja da, ne? Deswegen. Na gut. Ja, dann haben wir das Ganze auch erfolgreich beendet. Es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig lange Folge gewesen. Und ich denke mal aber nicht, dass ich die cutten werde, weil es gehört nun mal alles so zusammen. Deswegen würde ich sagen, mache ich aber jetzt schnell einen Cut, sodass es nicht noch länger wird. Ist ja schon fast eine Stunde. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir endlich... ich spreche es wieder falsch aus. An Charter oder so? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall die mit dem lustigen Haus, mit dem musikalischen Haus. Wenn wir die dann endlich freischalten können. Ach, noch eine kleine Anmerkung hätte ich fast vergessen. Ich habe nämlich gerade gesehen, ich habe diese Quest Wiederaufbau des Tals in den eisigen Höhlen. Leider wollte ich was bestellen, gestern glaube ich, und habe Donald angesprochen. Da war auch kein Questzeichen nebenbei bemerkt über ihn drüber. Und habe ihn angesprochen, habe das natürlich weggeklickt, weil ich beim Bestellen, das höre ich mir ja nicht immer an. Und dann hat er gesagt, ich soll die Möbelstücke aufstellen. Deswegen, das werden wir dann, denke ich mal, noch kurz vorher machen, bevor wir dann mit ihr anfangen. Scar, warum machst du hier so eine Bombe gerade? Schleich dich, genau.
Okay, das nur so als kleine Info, falls ihr euch wundert, woher ich die Quest denn überhaupt habe. Ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.